Ja, WM, Deutschlandspiel. Bruder, was soll ich dazu sagen? Man hat ehrlich jetzt gegen Japan verloren. Ey, yo, kein Wechsel hat Sinn gemacht. Ich schwöre dir, es sieht nicht mal besser aus unter Hansi Flick. Aber der Ausgleich von Japan war ja auch verdient von Doan. Das war gut gespielt, die haben gut gespielt in der Zeit. Und das 1-0, okay, durch Gündogan. Aber Bruder, es gab halt wirklich keiner, der Einwechslung hat irgendwas gebracht. Schlotterbeck hat komplett scheiße gespielt. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Ich habe nur Bruchteile gesehen. Ich sage mir mal so, ich habe 40 Minuten des Spiels gesehen. Von der ersten und von der zweiten Halbzeit zusammen. Weil so von Zeit her ging es nicht so. Halt beschissene Uhrzeit, 14 Uhr. Aber Bruder, was war das? So, Bruder, bitte Süle und Schlotterbeck. Schlechter hätte man das echt nicht machen können mit den beiden, Alter. Und als wenn das nicht schon schlimm genug ist, Digga. Digga, Müller hat auch nicht gut gespielt. Keiner. Digga, nur Kimmich, Gnabry, Raum, Neuer vielleicht noch und Musiala, warum auch immer der den 5,9 bekommen hat. Ganz ehrlich, verstehe ich überhaupt nicht. Und ey, Bro, jetzt hat man das erste Spiel verloren. Jetzt muss man auf jeden Fall gegen Spanien punkten. Davor war es ja so, wenn man gegen Japan und gegen Costa Rica punktet, hätte wäre das, wenn man gegen Costa Rica und gegen Japan gewinnt oder zumindest eins gewinnt, eins unentschieden spielt, wären die Karten schon richtig gut. Jetzt muss man aber gegen Spanien zu 100% punkten. Davor war es nicht so wichtig. Hätte man auch sagen können, komm, wenn man hier verliert, dann ist das okay. Aber wenn man dafür gegen Costa Rica und Japan gewinnt, ist alles gut. Nein, Pustekuchen, jetzt hat man schon gegen fucking Japan verloren. Ey, yo, das Digga, das zweite Tor, ich schwöre dir 100% Schuld auf Schlotterbeck. Der Typ, keine Reaktion. Der Typ wartet einfach 20 Jahre. Da hat der Gegner schon den Ball, als er noch nicht mehr losgelaufen, Alter. Ja, Sano, Digga. Der Typ, der bei Bochum wegen Verletzungen gar keine Rolle mehr aktuell spielt. Ach, Digga, fängt ja genauso gut an wie letzte WM, ey. Ganz ehrlich, schon kein Bock mehr.